Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Elmar und weiter geht's mit der nächsten Folge zu Planet's Edge. In der letzten Folge hatten wir unser, offiziell sagen wir mal, das erste Quest bekommen. Wir haben ja schon mal so Hints gekriegt. Ich denke, bei diesen Insektoiden hätten wir auch was machen können, wären wir stärker gewesen. Aber unser erstes Quest, wo ich denke, vielleicht haben wir da eine Chance. Und zwar müssen wir für die Ramaoiden, Ramana, für die Ramana drei Geräte installieren in unterschiedlichen Systemen, die deren Planet vor dem weißen Loch beschützen soll. Das auch aufgetaucht ist zur gleichen Zeit, als die Erde verschwunden ist. Also irgendwie korreliert das miteinander. Von daher gehe ich auch davon aus, dass das vielleicht sogar die richtige Reihenfolge ist, in der wir das machen sollen. Wir hatten Planeten Zaurak, Razamotal oder Razamothal und Sifada. Die müssen wir erstmal irgendwie finden. Hier ist die Karte, die beim Spiel dabei ist. Und hier in der Mitte ist Sol. Alpha Centauri, Rana. Da müssen wir hin. Brauchen wir so ein. Weiß ich nicht. Formalhaut, da waren wir schon. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ach, verflixt, sorry. Meine E-Mails kriege ich nie mehr hin. So, Zaurak, Diadem, da, Senius, Kohort. Hier sind links sind auch noch mal die Rassen, glaube ich, zu denen das System gehört. Ah, okay, das System Capital Orbital Base und Frontier. Okay. Ah, Zaurak. Das muss also was Gelbes sein. Bin mir irgendwie sicher, dass wir da schon mal waren bei den Zaurak. Also irgendwie kommt. Zaurak, das müsste dann ja hier sein. Nee. Zaurak, da unten. Ein ganz schönes Stück. Ja, aber würde ich sagen, schauen wir da erstmal hin. Speichern wir mal. Und Volldampf. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon in dem Zaurak-Gebiet. Was ist das hier? Das. Oh, jetzt bin ich im System. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ist egal. Gucken wir hier mal. Sheratan 7, langsamer. Mussten wir da zufällig hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, Sifada hieß das Ding. Was könnte scannen denn noch? Planet scannen? P vielleicht? Ne. Okay, hier ist nichts. Können wir. Ach so, ich muss natürlich einen Eintrag machen. Wie hieß das? Oh, sorry, ich bin aus dem System schon wieder raus. Bevor ich. Ah, okay, das ist. Gut. Dann gibt es halt keinen Eintrag. Muss ich mir irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ist K kommuniziert? Ah, K ist Kommunikation, das ist schon mal gut. Wenn ich hier nämlich drücken K und dann kann ich sagen kommunizieren. Ah ja. Meine Laderäume sind leer und bieten Infos für 55 Einheiten an. Okay, sie hätten also gern 55 Einheiten. Wir können ja immerhin schon mal 10. Wenn ich jetzt sagen K, Kanal schließen. Okay. Was ist das denn hier? Warum ist das blau? Okay, Moment, jetzt kann ich hier K machen. Jetzt hält die Zeit an. Dann schalte ich noch mal kurz auf die Karte um. So.
Seht ihr das System? Kamau oder wie ist das? Ist das Kamau? Ich guck gerade mal nach. Das steht hier so gar nicht. Muss ich gerade mal einen Planeten anfliegen? Darf ich jetzt. Warum haben wir? Okay, das ist Archena oder Archema. Hier. Dann haben wir noch ein gutes Stück vor uns. Wollen wir den nochmal mitnehmen? Komm, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Vielleicht finden wir hier was. Schalte ich nochmal gerade wieder um. So. Oh. B. Wissenschaft. Objekt scannen. Okay, da braucht man nichts. Also, das schreibe ich natürlich wieder auf. Ach, hey, was ist denn das nun? Guck noch mal auf die Karte. Thema. Sechs ist schon mal leer. Okay. Fünf ist Resurface, brauchen wir auch nicht. Komma 5. Weiß ich, dass ich das gemacht habe. Hier. Sieht auch nicht so aus, als wäre da was. Nope. Relativ oft, dass man nicht mal irgendwo Ressourcen oder so sammeln kann, ne? Ja, ist auch nicht. Das ist 7. Ach, jetzt bin ich schon wieder raus. Hallo? Locken die da? Ich will die mal nicht stören. So. 8. 8 hatte ich noch nicht. Aber hätte ich mir sparen können. Jetzt schreibe ich eine 8 hier auf. Da habe ich 8, 7, 6, 5, 4. Das heißt, mal einiges. Ja. Nope. Ist auch, behalte ich im Hinterkopf. 2. Ist das Galertartige und dann noch mal 1. Auch nichts. Okay, das System völlig unbedeutend. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dann schon mal so die Richtung. Wir waren ja auf dem richtigen Weg. Verlasse ich das System auf dem Weg mal wieder. Warum das wohl blau war? Noch mehr blaue Systeme. Vielleicht lohnt sich blau von vornherein nicht, weil es unbesiedelt ist. Okay, Moment. Ah, ich kann nicht Leertaste drücken. Nesperatim. Wo bin ich denn? Hallo? Ah, hier unten. Orbit hätte ich gerne, damit ich hier das aufschreiben kann. Nochmal einen Blick auf die Karte geworfen. Nesperatim. Oh, da sind wir an Zaurak vorbei. Ich zeige euch das noch mal kurz. Das ist ja wohl der hier. Das ist ein M. Mesperatim. Da sind wir am Zaurak vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt. Naja, Südwesten. Ich halte mich hier auch nicht länger auf. Gerne den noch.
Nix. Richtung. Der blaue hier? Der hier? Weil es kommt ja mit der Karte ungefähr schon hin. Das müsste Zaurak sein. Nein, das ist Argol. Wo ist denn Argol? Aldebaran? Okay, keine Ahnung. Argol ist auf der Karte gar nicht. Azad. Oh. Also wir waren hier und sind hier rüber gefahren zum nächsten Planeten und sind jetzt in Argol gelandet. Argol gibt's hier gar nicht. What? Doch was anderes. Komisch. Aber den checke ich jetzt gerade noch mal. Argol 2, ja. Nix, die Wüste. Argol 2 ist eine Wüste, machen wir mal 1. Auch nichts. Dann hätten wir gerne 3. Zumindest schnell gescannt. Glaube ich auch nichts. Ich hatte schon so ein Gefühl, als ich die Oberfläche gesehen habe, das wird hier nichts. Nein. Den holen. Nee, okay. Dann kann ich mir aufschreiben. Ach, ich verflixt, sorry. Darum mache ich das nicht so gerne, dieses Umschalten. Ich vergesse dann, dass ihr da nichts seht, aber ihr habt nichts verpasst. Ich schreibe nur gerade auf. Algol ist nix. Ja, ist nix. Okay. Bin ich ein bisschen ratlos. Gar nicht gefunden habe. Klingel mal den roten da an. Hier vielleicht. Frage mich, ob die Verhältnisse auf der Sternkarte da, die ich habe, stimmen. Oh, Moment. Mit denen kann ich ja kommunizieren. Hallo. Bitte greift nicht an. Wir sind ein friedliches Handelsschiff auf Routinefahrt. Ich habe im Augenblick nicht viel anzubieten, würde aber gern mit euch zusammenarbeiten. Ich habe viele Waren und ich gebe im Tausch bis zu 35 Einheiten Radioaktive ab. Okay, ja, danke auch. Kanal schließen. Leider sehe ich jetzt nicht, was das für ein System ist. Okay, das ist Aldebaran. Vielleicht eben die Sternkarte einfach aufmachen soll nicht. Okay, ich guck jetzt mal nicht auf die Karte. Aldebaran, da bin ich. Okay, dann muss ich wieder nach unten rechts. Also hier bin ich, muss ich raus. Aldebaran bringt uns gerade nichts. Richtung.
Dieser vielleicht sein? Speichere ich da nochmal. Zaurak, da ist er. Ah, wie kriege ich denn die Karte weg? So. Einfach lenken. Ich hab's gar nicht gesehen. Hallo? Zaurak hat auch nur zwei Planeten. Zaurak 2. So. Einmal Objekt scannen. Die drei Distrikte. Bibliothek Zaurak. Eine Stadt mit drei Distrikten liegt in der Nähe des Transfeldes. Der Planet der Zaurak 1 ist seit langem bemüht für eine Bibliothek mit über 100 Billionen Ausgaben auf verschiedenen Medien. Der Besuch des Planeten ist für Fremde verboten. Hätte doch so einfach sein können. Scheinbar ist Zaurak nicht das richtige System, mit dem man anfängt. Ist es? Ich weiß es nicht. Gerne nochmal Zaurak 1. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der uns hilft, oder? Nein. Okay. Testweise beamen wir mal runter auf Zaurak 2. Wenn dann wahrscheinlich gleich exekutiert. Ich schreibe mir das auch nicht auf. Ah ja. Eine Mischung aus Wanderlust und wissenschaftlichem Interesse treibt William den Pfad entlang, der zwischen den riesigen Felsstrukturen hindurchführt. Macht keinen Sinn, sagt William und hört auf, die Luftschleuse zu untersuchen. Die Atmosphäre ist sauber und stabil. Moment, also... Eine Mischung aus Wanderlust und wissenschaftlichem Interesse treibt William den Pfad entlang. Das heißt, er läuft auf einem Pfad entlang, der durch riesige Felsstrukturen hindurchführt. Aber er sagt auch, macht keinen Sinn und hört auf, eine Luftschleuse zu untersuchen. Die Atmosphäre ist sauber und stabil. Es gibt keine feindseligen Lebensformen auf und der Orbit sichert eine angenehme Temperaturkurve. Warum also Druckkammern bauen? Immerhin schießen die nicht gleich auf uns. Was? Eine Biohatz? Ein weißer Schutzanzug mit Biofiltern. Ah, Biohazmat. Alles klar. In einen weißen Schutzanzug mit Biofiltern gekleidet steht die Außerirdische fast blendend in der grellen Sonnenlicht des Nachmittags. Ihr seid Fremde, sagt sie. Ihr Geschlecht lässt sich nur an ihrer Stimme erkennen. Es gibt durch eure Anwesenheit arge Unbequemlichkeiten. Fremde sind nicht unbedingt willkommen bei uns. Xenophobie, denkt William. Das wird einiges erklären. Die Anzüge, die Druckkammern, wir müssen gehen. Sie dreht sich um und lehnt sich gegen William, um sich abzustützen. Leise bedankt sie sich und geht in eine andere Richtung weg. Aber sind die hier krank? Das? Aua. Mhm. Hallo? Wer seid ihr denn? Ein Hesadius. Okay, whatever, komm. Können wir den schaffen? Also William ist gleich tot. William ist tot. Ich will nur ausprobieren, wie viel der ab kann. Das vielleicht grundsätzlich doch wäre machbar gewesen. Glaube ich. Hätten wir machen können. Okay, also gibt es hier scheinbar Personen, die uns nicht freundlich gesinnt sind und welche, die uns ignorieren? Okay, das sieht aber auf jeden Fall machbarer aus hier. Ich gucke jetzt nochmal. Hier sind überall welche drin. Also da werden wir einiges an Heilungen verbrauchen, was aber erstmal nicht schlimm ist. Was wir produzieren können. Und ich hatte ja schon im Intro gesagt, ich habe keine Probleme damit zu cheaten, wenn es der Zeitersparnis
und dem Spaßfaktor dient. Okay, das sieht hier schon mal ganz gut aus. Dieses Mal nur eine etwas kürzere Folge, weil ich das Gefühl habe, hier auf dem Planeten werden wir das nächste Mal eine ganz schöne lange Zeit verbringen. Gibt hier irgendwie drei Ebenen, wurde ja schon mal angeteasert. Ich würde sagen, ich speichere hier jetzt nicht, sondern wir laden den letzten Stand beim nächsten Mal. Und das nächste Mal ist dann wieder Stream. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Ich freue mich schon auf den Stream. Ja, diesmal eine kürzere Folge, dafür waren die letzten alle etwas länger. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.